Sie sind heute zu Gast bei der JNRW. Wie gefällt es Ihnen hier in Nordrhein-Westfalen? Nordrhein-Westfalen ist ein wunderschönes Bundesland, ein vor allen Dingen von Industrie geprägtes Bundesland. Das kennen wir aus Schleswig-Holstein nicht so sehr. Aber wir sehen hier auch, wie Industrie sich gewandelt hat und welche großen Herausforderungen die Globalisierung mit sich bringt. Das heißt, große Herausforderungen auch mit Nordrhein-Westfalen. Und diese Herausforderungen werden das Land auch in Zukunft prägen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Nordrhein-Westfalen das meistert. Haben Sie einen Tipp für den Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers aus Schleswig-Holstein? Also ich glaube, er macht das richtig. Er bindet die Leute ein. Er spart auch nicht mit unangenehmen Wahrheiten, aber setzt die richtigen Schwerpunkte. Schwerpunkte in Wachstum, Schwerpunkte in Bildung, Schwerpunkte in eine umweltgerechte Wirtschaft, die modern ausgerichtet ist. Und wenn er diese Dinge den Menschen erklärt, in seiner bekannten Art und Weise, dann wird mir um die Wahl nicht bange. Warum unterstützen Sie Jürgen Rüttgers? Jürgen Rüttgers ist ein Mensch, der wie kaum ein anderer in der Union für den Gleichklang der Säulen Wirtschaft, Soziales und Umwelt steht. Er ist immer eine lange Zeit das soziale Gewissen auch in der Union gewesen, hat darauf immer hingewiesen, dass man bei aller Fragen von Wirtschaftswachstum den Menschen nicht vergessen darf, steht damit hier in Nordrhein-Westfalen einer großen Tradition. Und ich glaube, das schätzen die Menschen. Die wollen keine Krawalltypen, sondern sie wollen Menschen, die auf Ausgleich bedacht sind und das Ganze im Blick haben. Und das hat Jürgen Rüttgers immer gehabt.